Schöner kann der Winter eigentlich nicht sein. Sonne, blauer Himmel, knackig kalt und eine tief verschneite Landschaft. Wir nutzen das ideale Wetter für eine Ballonfahrt mit dem Wetter Online Heißluftballon. So richtig viel Platz ist da nicht da drin. Wir sind im Tannheimer Tal in Österreich. Frische minus 19 Grad messen wir am frühen Morgen. Zum Frieren ist aber keine Zeit. Alles geht ganz schnell, es wird aufgebaut und dann wird kräftig eingeheizt. Für mich persönlich ein ganz besonderer Moment, denn ich war dabei, als der Ballon aus unzähligen Stoffteilen zusammengenäht wurde und jetzt darf ich damit in die Luft. Es geht los, zusammen mit dem Wetter-Online-Ballon-Team. Dieter und Manfred sind erfahrene Piloten und wir fühlen uns sicher. Es ist ziemlich laut mit dem Brenner hier. Wie viel? Hier oben fühlt es sich aber wärmer an wie unten. Ja, wir haben über uns den großen Brenner. Der hat 4500 kW und das ist schon jede Menge. Das Heizen hält uns am Himmel und wir müssen in gleichmäßigen Abständen heizen. Sonst geht es dann plötzlich bergab und wir fallen durch bis unten. Das Wetter ist ja jetzt traumhaft. Ist das perfekt zum Ballonfahren? Wetter ist jetzt gut zum Ballonfahren. Gestern war es nicht so gut, weil hier oben Geschwindigkeiten von 50 bis 60 Stundenkilometer waren. Und das ist dann zu schnell. Wie schnell sind wir unterwegs jetzt momentan? Augenblick sind wir unterwegs mit, muss ich da gucken, wo haben wir da oben, mit 13 Stundenkilometer. Für mich ist das die erste Ballonfahrt und es ist traumhaft. Das Wetter ist spitze, die Aussicht hier über das Allgäu, über die Alpen, es ist wirklich der Wahnsinn. Wie ruhig und gelassen der Ballon über die Berglandschaft fährt, ist beeindruckend. Nach etwa einer Stunde landen wir auf deutscher Seite. Knapp an den Bäumen vorbei, setzen wir sanft im Tiefschnee auf. Einmal über die Straße und dann mit allen Kräften wieder zusammenpacken. Eine geniale Erfahrung und vor allem für einen guten Zweck. Pro gefahrene Kilometer gibt Wetter Online 10 Euro in die Stiftung Fly and Help, um dann in den Drittländern Schulen zu bauen und die Bildung zu unterstützen. Jetzt fehlt nur noch eins, die Taufe. Danke an das Team und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online.